Mein Name ist Carla und ich bin tatsächlich ganz zufrieden mit meinem Namen, weil ja, ich werde mit K geschrieben und das kommt gar nicht so oft vor und das finde ich eigentlich ganz cool. Ich werde allerdings oft mit Clara verwechselt, aber ich habe mich schon dran gewöhnt mittlerweile. Beste Inspiration für mich ist tatsächlich die Natur. Und zwar finde ich, dass es draußen immer noch die schönsten Farbkombinationen gibt, sei es jetzt, wenn man mit dem Auto irgendwo an einer schönen Stelle vorbeifährt oder bei einem Spaziergang. Keine Ahnung, also da finde ich auf jeden Fall, gibt es die schönsten Farbkombis und da hole ich mir meine Inspiration. Also bei mir dreht sich's vorrangig um die handbemalten Blumentöpfe hier und meine Karten, die auch umweltfreundlich gedruckt sind, also auf recyceltem Papier, CO2-neutral und mit veganer Tinte. Vegan insofern, viele wissen das nicht, also Tinte wird eigentlich mit Gelatine geklärt, das würde die jetzt nicht. Meistens eigentlich eine Kerze oder eine Lichterkette. Also wenn ich mal, dann will ich schon, dass es, also will ich schon ein bisschen so diese schöne Stimmung haben. Und tatsächlich habe ich meistens was im Hintergrund laufen, also entweder Musik, einen Podcast oder ein Hörbuch. Allerdings nichts, worauf ich mich zu sehr konzentrieren muss, weil sonst klappt es mir malen nicht. Und mein Top-Number-One-Rat wäre, die erste Schicht 100% trocknen zu lassen, bevor man mit der zweiten anfängt. Ja, dadurch spart man sich sehr viel Frustration. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Bei mir, ich habe schon so viele Bilder in Anführungszeichen versaut, weil ich einfach ungeduldig war und nicht gewartet habe, bis die erste Schicht trocken war. Also, warten, es lohnt sich. Ja, also ich würde gleich mal auf ein Beispiel von meinen Karten eingehen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel jetzt mal mit Wassermalfarben und ich merke, ich habe irgendwo gepatzt oder es gefällt mir nicht, dann, ja, anstatt das wegzuschmeißen, mache ich es eigentlich dann meistens so, dass ich das mit Gouache übermal. Gouache ist so eine dickere ja, Aquarellfarbe, die überdeckt es dann ganz gut. Dann lasse ich es trocknen und mal dann nochmal drüber. Also das wäre so der Normalfall. Weil das Aquarellpapier ist teuer genug und man will es natürlich auch nicht wegschmeißen. Genau, und das wäre so, was ich dann machen würde. Momentan findet man mich vor allem auf Instagram, auf meiner Seite Kaios Art. Und ich arbeite auch schon ganz fest dran. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch was wird, aber spätestens im neuen Jahr gibt es dann auch einen Etsy-Shop, wo man meine Produkte kaufen kann.